Tja, Titan, Heiden. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Titanfall. Wir sind jetzt bei der Odyssee. IMC-Kampagne natürlich, dann zu Folge 3 und 4. Also das und das machen wir jetzt heute noch. Und ja, was gibt's Neues? Ich habe mir jetzt Splitter dazugelegt. Also müsste in meinem... Ah, bin ich schon verbunden. Scheiße. Ja, egal. Wird jetzt in meinem Profil auch angezeigt, dass ich jetzt auch auf Twitter vorhanden bin. Mir einen Account zugelegt habe zumindest. Damit ihr mich auf dort verfolgen könnt und nichts mehr verpasst, packe ich da jeden Tag meine... mache ich jeden Tag die Tweets über meine neuesten Videos. Alter. Geht das jetzt schnell. Und dann könnt ihr mich auch gerne dort weiter verfolgen. Und ihr verpasst nie mehr irgendwas, was ich auch hochstelle. Sei es ein Update-Video, sei es eine Folge Let's Play Titanfall Planet Side 2. Oder... Alan Wake. Wobei ich nicht weiß, wie lange das Alan Wake noch gehen wird, weil ich jetzt schon bei Episode 4 bin. Aha. Da, die ist noch. Na. Weil ich ja schon bei Episode 4 bin, deswegen dürfte es auch relativ bald vorbei sein. Aber es wird noch ein Best-of geben, wo ich die ganzen Sachen gefunden habe, wo ich vergessen habe natürlich, weil, wie ich festgestellt habe, habe ich ordentlich viel Zeug vergessen. Aber, naja, bei so einem komplexen Spiel, wo man immer vor allen Leuten wegrennen muss, ziemlich schwer, da alles zu finden, was man finden kann. Aber ich werde mein Bestes tun, um es euch nachzureichen, ja. Ich weiß, ich rede ein bisschen abgehackt gerade, aber... das liegt daran, dass ich jetzt gerade überlegt habe. So, jetzt geht's los. Und hoffentlich nicht in die Hose. Was? Kolonie? Nein. Das haben wir doch schon. Sir, wir haben keine Miliz gefunden. Och, Mann. Nein! Jetzt bin ich komplett raus. Och, Mann. Also die ersten 3 Minuten mal wieder total für den Arsch. Sorry. Das ist wieder der perfekte Start. Aber wir sind bei einem Let's Play, deswegen wird nicht gecuttet. Ich werde am Anfang von dem Video irgendwas reinschreiben, wo ihr hinzuklicken habt, damit ihr auch das Langweilige, was ihr jetzt gerade von mir gehört, nicht angucken müsst, dass ihr nur das Gameplay seht. Das werde ich euch noch da hinzupacken. Jetzt die Odyssee. Ah, sorry Leute, aber es geht ja jetzt recht zügig. Vielleicht muss ich ja gar nichts machen, weil Odyssee war nicht eine sehr lange Schlacht, deswegen... müsste es gehen, wenn es unter einer Viertelstunde bleibt, dann passt es. Was haltet ihr eigentlich von meinen Update-Videos, also von der Roadmap für den April? Also wir haben jetzt heute den 2. April schon. Ich bin leider ein bisschen spät dran mit den Aufnahmen momentan, weil ich sehr viel lernen muss. Eigentlich sollte ich jetzt auch noch lernen, aber ja, ich nehme lieber für euch auf und ich habe auch gerade Lust, eine Runde zu spielen. Deswegen... Rückenkratzen hilft. Du kannst nicht nach der Explosion der Clusterraketen benutzen. Auf deinem Rücken. Okay, kapiere ich nicht, aber ist okay. Jetzt die Odyssee. Registriert als Odyssee. Ganz bei einer Meuterei unter ihrem Befehl als vermisst, Vice Admiral. Die Geschichte des Schiffs ist mir bekannt und wer für seinen Zustand verantwortlich ist, weiß ich auch. Die Frage ist, wie kam es hierher? Ja, ist doch egal. Piloten, bereit machen und Absturzstelle sichern. Und Gas geben. Und vor. Röntgenblick. Jawohl, Chef. Sind sie. Radar. Jetzt. Da ist einer.
Aber im Blick siehst du gar nichts. Ah! Feindlicher Pilot, super. Boah. Smart Pistol. Smart Pistol Fucker. Sagst du? Ist der noch da? Wo ist der Typ? Ich seh den nicht. Das war mal ein Killchen. Und gleich den nächsten hinterher. Jawohl. Also, jetzt läuft's ja mal wieder. Von dem. Oh oh. Wo? Oh. Der war doch hinter mir. Oben. Ja. Lass mal ein paar Frontsoldaten noch killen, wenn es Materialschlacht ist. Sehen die, glaube ich. Naja. Bernkard. Hier. Meine Lieblingsbernkarte. Die setze ich immer ein. Verstärker, ja. So. Und der nächste. Oh Mann, gehe ich jetzt gerade ab. Also ich glaube, diesmal gewinnen wir das. Ich gehe hier unten rum, damit ich... Schrotflinte. Sonst hätte er mich nicht gekriegt. Titan voll bereit. Gib mir meinen Titan. Ja, Jungs, genau, ihr setzt euch jetzt direkt unten drunter. Das hat Sinn. Sich direkt unter meinen Titan vollzusetzen. Oh nö, jetzt habe ich die Elektro. Was ist denn eigentlich die Odyssee? Jetzt! Gib ihm endlich den Rest! Und tschüss. Meiner. Die Waffe ist Käse. Und der Sound ist auch schon wieder Käse. Aber, oh, ja gut, Auto Protection. Boom. Krieg ich noch die Kill Assist? Jawohl. War da schon der nächste Titan? Gut, hier ist ein feindlicher Pilot. Und noch ein feindlicher Pilot. Ja, 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 aber da ist ein Bunny Hooper. Ja, mit dem Schalldämpfer. B, Bunker, das hier. Weiß zwar nicht, was es ist, aber ich setze es ein. Ja, deswegen, habe ich schon wieder vergessen, wo ich eigentlich gerade war, zum Erzählen. Ja, der Sound ist wieder für den Arsch. Ich weiß nicht, ich finde keine ähnlichen Beschreibungen für dieses Problem. Irgendwie habe ich nur das Problem da. Aber es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin mit diesem Problem, also. Ist doch scheiße, wenn die Musik immer so wegbackt. Vielleicht muss ich da irgendwas umstellen. Ja, bleib stehen. Kriegst du einen drauf? Nein, kriegt er nicht drauf. Ah, jetzt ist er mich drüber getreten. Aber ich will meinen Titan ändern, ich will meinen Panzer. Ich habe nicht mal die Burncard ausgenutzt. Achso. Ja, mein Titan kriegt auf die Schnauze. Ich würde mir ja gern helfen. Aber ich bin noch zu weit weg. Noch einer weg, noch einer weg. Was haltet ihr eigentlich von meiner Let's Play-Serie so? Also ich bekomme leider nicht gerade sehr viel, leider nicht so viel Feedback. Finde ich schade, ich hätte gern öfters eure Meinung gelesen oder gehört.
Könnt ihr mir auch ein Videolog schicken, das gucke ich mir auch an. Nur ein bisschen Feedback, weil ich will ja mich hier verbessern, um euch hier hochqualitative, oh du scheiß die Wand an hier, zu liefern, weil wenn ihr mir kein Feedback habt, kann ich nicht... Oh. Gib mir ein. Also immer noch nicht bereit. Ich kann nur mit eurem Feedback, anhand eures Feedbacks, kann ich mir meine Videos nochmal ansehen oder nachbearbeiten. Und ich würde es ja auch gerne tun und... No, das hat mich... Achso, das ist der Player gewesen. Platz 2. Jetzt endlich einen gescheiten Titan. Der andere hat... Also die Elektroschockwaffe kann man gar nicht empfehlen. Die kann ja gar nichts. So. Nein, wir kriegen... Wir kriegen diese Daten nicht. Dass sie diese Daten nicht kriegen dieses Mal. Letztes Mal haben wir sie gekriegt als Miliz, aber diesmal bin ich ja Anti-Milizer. Und diesmal kämpfe ich für die Republik. Und ich trete euch so dermaßen in den Arsch, wenn ihr mich noch eine Weile hier beschießen wollt. Einer weg. Gehst du weg? Mann, wo sind sie denn alle? Pilotenassist, Pilotenassist. Ich krieg immer noch auf die Fresse. Frontsoldat. Aber ich muss den Titan kühlen. Killt ihn! Ja! Tot! Und tot! Oh, da ist er. Ja! Und nochmal diesen Typ ausgeschaltet. Und noch einen ausgeschaltet. Boah, Mann, ich gehe hier ab wie Schmidts Katze auf Ecstasy, Jungs. Also da geht ja gar nichts mehr bei denen. Die sind tot. Die sind ausgeschaltet. Die sind... No. Raus. Eject. Oh, den hat's gerade vor mir zerrissen. Ja, jetzt verreißt's mich. 10 Titan. Oh, das ist richtig gut. Und wir gewinnen. Noch 3 Punkte. Wenn ich noch einen sehen würde. Ich würde gerne die letzten 3 Punkte machen. Aber die sind alle auf der anderen Seite. Ja, Sieg! Sieger! Ja, wir haben es halt drauf. Sehr gut. Gebiet ist gesichert. Dieses Gebiet. Ja, wenn der scheiß Sound nicht so backen täte. Wo ist denn der Typ? Ah, feindlicher Titan noch hier. Gucken wir, ob ich den noch kriege, bevor. Und ja, Titan, Heiden. Das ist ein Auto-Titan, deswegen. Aber ist egal, Titan-Kill ist Titan-Kill. Oh, wir kriegen nicht. Weg. Und jetzt hat er mich doch noch getötet, der Arsch. Na, no! Kurz vorm, knapp. Ja, 7. Ja, 4 Titans, bin einer der Besten. 7, 76, 2 Beste auf dieser Map, okay. Also ich denke, ich habe gute Arbeit geleistet. So, jetzt dann noch die nächste Runde. Was war das? Zerstörung der... Irgendwas zerstört. Überlegen, weil ich nur Level 24 und 42er in die Tasche gesteckt. Und in 40er noch weit in die Tasche gesteckt. Und die haben mehr Minions getötet, aber ist auch egal. Hauptsache die Piloten sind tot. Spielen die Minions keine Rolle. Oh, ich freue mich schon so auf die Gamescom dieses Jahr, Leute. Ihr könnt es nicht glauben. Wie viele Punkte? 8000 Punkte nur. Ja. So. Das dahin und das dahin. Was habe ich hier noch?